118,5 Meter, 118,5 Meters. Rang 6. Der immer noch führt, von der Spitze zu verdrängen. Schafft er nicht. Was ist eine kleine Sensation, was der Ukrainer hier hingelegt hat. 125 Meter für Stefan Hula, 125 Meters, Rang 9. 37 müsste er auch eher springen, hat aber schon die 140 Meter heute erreicht. Diesmal wieder sehr hoch und ganz sicher gelandet. Nicht bei der 140, aber eine Weite um die 135, genau 134,5 Meter, 134,5 Meters, Rang 4 für den Polen. Diesmal deutlich besser als in den beiden Trainingsdurchgängen und damit locker im Finale. 132 Meter, 132 Meters, Nuten um 17,5, Rang 7, 100 mit der Startnummer. Nein, noch ein Pole, Entschuldigung, mit der 25, Clemens Moranka. Herr Clemens schaukelt sich wie in den Trainingsdurchgängen nicht optimal oder suboptimal nach unten. Dennoch sein weitester Sprung am heutigen Tag, 126,5 Meter, 126,5 Meters, Rang 11. Und Andrzej Czekala aus Polen ist der Nächste. Er trägt die Startnummer 29, ist auf den Weg nach unten und eine ordentliche Höhe und ein schöner Sprung für Andrzej Czekala, haben wir auch nicht anders erwartet. 135 Meter, 135 Meters für den Polen, Rang 4. Alle noch geschafft hat. ...124 Meter muss er springen. Aber der Stefan Hula ist offensichtlich heute nicht sein Tag. 118 Meter, 118 Meters. Rang 2 für den Polen. Er schiebt sich zwischen Mark Hafner und Radek Rüdel. Springen, um in Führung zu gehen. Wenn sie im die 122,5 wäre die grüne Linie, die natürlich heute nicht zur Verfügung steht. Aber das liegt nicht an der grünen Linie, dass er diese Distanz nicht erreicht hat. Er springt 121 Meter, 121 Meters. Rang 2 für den Clemens Jonjak. 4,8 Punkte hinter den Slowenen Mark Hafner. Clemens Moranka wird auch nicht zufrieden sein mit seinem ersten Durchgang. Platz 25. Platz 25 für die Startnummer 25. Er wird sich auch nicht viel weiter nach vorn arbeiten können mit diesem Sprung auf 120 Meter. 120 Meters, Rang 2 für den Clemens Moranka. Dritter Platz für Kalle Heikkinen schiebt sich zwischen die Deutschen hinaus. Maciej Kot ist bereits unterwegs, der Pole mit der Startnummer 24. ...134 Meter, jetzt springen sie alle in eine Richtung, auf eine Weite. 134 Meter, 134 Meter. Continental Cup muss 138 Meter springen. Also die Bedingungen ideal an diesem
heutigen Tag. Da scheint mir die Höhe etwas zu flach zu sein, also zu geringe Höhe und damit auch nicht die Weite, die notwendig wäre, um ganz vorn anzugreifen. 127 Meter für den Polen, 127 Meters bedeuten Rang 9. Der Angie etwas flach über dem Hang gekommen, dementsprechend auch eine Weite, die nicht reicht, um ganz vorn mit anzugreifen. 127,5 Meter, 127,5 Meters, fällt zurück